Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es gelesen und ihr habt es ja schon ab und zu von uns gehört. Wir haben ja Probleme mit der Motorkontrollleuchte. Ja. Und da wollen wir euch was berichten. Und wann geht's los? Nach dem Intro. Für euch ein bisschen Historie, achso, für euch, bevor wir anfangen. Unten in den haben wir Kapitel gesetzt, das heißt, ihr könnt zu den einzelnen Sprungmarken hinspringen für die Themen, die euch jetzt interessieren. Jetzt am Anfang kommt die Historie und dann sagen wir, was wir natürlich machen wollen, Step by Step. So, und jetzt Historie. Ja, wir haben ja den Motor komplett ausbauen lassen, das habt ihr alles gesehen, wegen der Dieselpest, dieses ganzen Scheiß. Und ja. Genau, dazu wurde einiges erneuert, natürlich diese Partikelfilter, Turbolader, Ansaugsysteme. Gedüns, genau. Das könnt ihr euch alles nochmal in der, oben ist das nochmal beschrieben, was alles gemacht worden genau, ist. Genau, ganz wichtig auch Einspritzsysteme und so weiter und so fort. Es wurden aber nicht alle Sensoren gewechselt, weil das nicht notwendig war. Genau, diese Sensoren waren heile, ja, bis vor kurzem war es ja auch so noch. Jetzt ist halt nur die Sache, wie kriegst du das raus, was denn jetzt hier für ein Problem macht. Denn das Steuergerät selber sagt nicht, dass der Sensor defekt ist. Und das ist genau unser Problem hier. Denn dadurch übernimmt auch nicht Fiat irgendwelche Kosten, sondern das müssen wir halt selber und müssen natürlich auch die Analysekosten dafür tragen. Genau, das ist ein Hin und Her. Wir waren zwischenzeitlich wieder nochmal bei einer Fiat-Werkstatt. Die können uns gerade nämlich nicht helfen, weil... Aber... Sie waren total super bemüht und so weiter und haben uns im Prinzip auch Tipps gegeben und so weiter. Also lieben Dank an die Werkstatt in Hannover, an Firma Olenik. Genau. Genau. Ich sage den Namen besser nicht, weil ich spreche ihn immer falsch aus. Die waren nämlich super und haben uns echt weitergeholfen, auch wenn sie von Fiat natürlich keine Kostenersetzung dafür bekommen. Ja, ist halt bei uns ein bisschen schwieriger, logischerweise, aber alles gut. Aber auf jeden Fall können wir euch die Werkstatt wärmstens empfehlen, wenn ihr aus der Region Hannover seid und ein Fiat Professional fährt. Jetzt kommen wir wieder zurück. Wie gesagt, wir haben ja diese Probleme. Also sind wir wieder zu unserer Werkstatt gefahren und zu dort... Autohaus Balke, genau, in Hemlerwald. Und da wurden wir wieder richtig gut behandelt. Also es ist immer wieder... eine Freude, dahin zu fahren, wenn das Auto nicht diese Probleme hätte. Ja, und auch unsere Werkstatt hat jetzt Glück gehabt und weiß endlich, welcher Fehler das ist, denn er hat sich gezeigt. Und das ist nämlich das Problem mit einem Sensor, der mal läuft und mal nicht läuft, denn der Fehler taucht nicht immer auf. So, jetzt ist das Thema so, dass der Dieselpartikelfilter Quatsch misst. So, nee, der Dieselpartikelfilter-Sensor Quatsch misst. Dieser wurde ja schon mal bei uns ausgetauscht. Das ist die Historie, dass wir den bei ungefähr 3200 oder 3300 Kilometer schon mal austauschen lassen haben auf Fiat-Kosten, weil er einen Defekt angezeigt hat. Dieses Mal ist es allerdings so, dass er halt sporadisch nur misst. Kann man das so sagen? Ja. Mist. Genau, Mist. Und da haben wir aber noch weitere Probleme, nämlich mit Lieferketten und Lieferverzug, Lieferschwierigkeiten, was soll man dazu sagen? Fiat hat sämtliche Dieselpartikelfilter-Sensoren gesperrt und das machen die nicht ohne Grund. Das heißt, sie wissen, dass da Kacke am Dampfen ist. Ja, jetzt ist halt die Sache, wie geht es bei uns weiter? Genau zu dem jetzigen Zeitpunkt wissen wir es noch nicht. Wir haben das Auto erstmal wiederbekommen, denn wir können damit weiterfahren. Genau, da gibt es gleich eine Lösung, das machen wir gleich. Du redest schon wieder so viel, so lange. Ja, okay, genau. Kommst nicht zum Punkt. Genau, das machen wir jetzt gleich im nächsten Kapitel. Ne? Genau. Was ich nämlich jetzt noch dazu sagen wollte, denn dieser Sensor misst eine Temperatur und sage und schreibe, ist der Temperatur über 1700 Grad. Das heißt, unser Auto würde eigentlich abfackeln. Es ist, es ist heißer als Vulkan, wie nennt sich das? Vulva, Lava. Lava, dieses Gedönster. Genau. Alter Falter. Und wie gesagt, über 1700, das kann nicht so richtig sein. Und deshalb, der misst Blödsinn. Und deshalb tauschen wir ihn aus. Und wie gesagt, wir haben den Fehler gerade wieder in Hamburg und deshalb, da müssen wir was machen. Genau. Wir haben Gott sei Dank den Launch-Tester, mit dem wir was machen können. Und das werden wir euch jetzt Stück für Stück in diesem Video einfach zeigen. Und jetzt reicht's aus mit Labern, ne? Genau. Nächstes Kapitel. Sitzen wir? Im Buggy und haben einiges an Informationen aufgesaugt. Ja, müssten auch ein bisschen lernen, ne? Ja, weil das muss man dazu sagen. Wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden, was den Launch-Tester
betrifft, ne, der ist auch unten in der Videobeschreibung, ist der Link dazu. Also jetzt können wir wirklich sagen, wir sind damit sehr, sehr zufrieden, weil du sehr viele Informationen auslesen kannst und halt, du kannst den Rußpartikelfilter. Genau, den kannst du regenerieren. Und das ist nämlich das, warum ich so froh bin, dass ich jetzt das Gerät dabei habe, weil sonst wäre unser Urlaub nämlich gelaufen gewesen. Du musst zwischendurch leider, weil wir halt diesen Fehler haben, ab und zu mal regenerieren und das kannst du nur mit einem Tester machen. Und die meisten Tester unterstützen das nicht, das darf man nicht vergessen. Ja, auf jeden Fall bin ich da sehr, sehr froh und genau, das ist jetzt im Prinzip das, was wir im Prinzip machen konnten. Und das war auch relativ einfach. Eine Hürde hatten wir, wir wussten nicht so genau, weil wir den Wagen in Parkstellung hatten. Weil man uns das aber so... So gesagt hat, in der Fiat-Werkstatt. Ja. Das ist das Witzige daran. Und deswegen hat die Fiat-Werkstatt damals auch den Partikelfilter-Sensor, nee, den Partikelfilter nicht anlernen können, weil man den nämlich nicht in P laufen lassen kann, sondern man muss ihn in N stellen. Also das ist so, ich habe es ja damals der Werkstatt gesagt, aber man wollte ja nicht auf mich hören. Ich weiß es ja immer besser so nach. Ja, das ist schlimm, wenn man so einen Besserwisser hat. Aber er hat dann auch, du hast ja selber dann gesagt, ne, aus welcher Logik heraus, wenn du eine Gangschaltung hast. Genau, es stand nämlich so, und das steht nämlich bei Fiat genauso. Der Launch-Tester baut das nämlich so auf, das Menü, wie Fiat es auch hat. Das ist ganz interessant oder auch ganz cool. Und zwar stand es so, dass man die Bremse nicht betätigen darf und das Kupplungspedal nicht betätigen darf. So, da wir eine Automatik haben, was hast du denn, wenn du eine Kupplung hast? Also sprich, hast du einen Handschalter. Und was machst du denn dann, wenn du den Motor laufen lässt? Ja, sicherlich nicht den ersten Gang einlegen. Dementsprechend muss der Wahlhebel ja im Prinzip in Gangschaltung auf Mittelstellung gelassen werden. Also im Prinzip Gang raus, neutral, N. Und das musst du natürlich dann auch auf Automatik machen. Und in P-Stellung, das will er nicht. Das ist verständlich, warum er das nicht will. Aber die Werkstatt damals hat gesagt, nee, das ist alles Quatsch, das ist alles falsch. Ja, das ist, heißt, sie hätten damals vielleicht schon diese Generation, also das Anlernen, was auch so ewig gedauert hat, weil das hat allein anderthalb Wochen ja gedauert, hätten sie damals schon hinbekommen können. Aber naja. Daraus lernen wir auf jeden Fall, durchgezogen. Wieder so circa 13,5 Minuten hat die Regeneration gedauert. Habe ich gerade ausgelesen, das ist richtig, und, genau. Es ist wirklich erschreckend, wenn man das erste Mal alleine macht, weil der Motor geht auf 3000 Touren. Ja, hoch. Genau, der läuft halt so, ich sag mal, diese 13 Minuten, na, ungefähr 13 Minuten, genau. Ein bisschen eher hat er aufgehört. Nee. Fängt er erstmal an langsam hochzufahren und bleibt dann bei kurz vor 3000 Touren stehen und der zieht das dann durch. Und es ist wirklich so, der Wagen muss abgestellt werden mit Motorhaube offen. Da ist so viel Qualm drin, also Qualm jetzt nicht, aber so viel Hitze ist da drin. Und auch, du darfst ihn nicht auf eine brennende Oberfläche stellen, denn nur Pflaster ist da wichtig. Wir haben gesehen, wir hatten Pflastersteine und dazwischen, zwischen den Pflastersteinen war so ein bisschen Gras und so weiter. Das war hinterher schwarz. Also als hätte ich das mit einem Flammenbrenner. Du hast gefolgert? Ja, ja, genau, gefolgert. Das ist ein Insider. Das ist mein ehemaliger Kollege gewesen, der Unkraut abgebrannt hat auf dem Hof. Ja, und hat dabei noch die Wiese in Brand gesteckt. Aber egal, andere Geschichte. Auf jeden Fall muss man da wirklich einiges beachten. Und aber ich bin sehr froh, dass ich das Gerät habe und dass wir das auch damit durchziehen konnten. Also, und das hat dann auch gut geklappt. Das Steuergerät weiß jetzt wieder die Werte, dass er im Prinzip wieder regeneriert ist. Aber der Dieselpartikelfilter-Sensor, der scheint echt eine Macke zu haben, weil der halt jetzt schon wieder Werte anzeigt, die halt irgendwie nicht passig sind. Also, ja. Wie gesagt, 1700 Grad nur mal als Beispiel. Auf jeden Fall können wir sagen, wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden mit diesem Launch-Tester. Also den würden wir euch wirklich empfehlen. Er kann viele, viele Marken auslesen. Ja, ich glaube, so 52 Marken kannst du mindestens als insgesamt, ich sag mal, für Sonderfunktionen und so weiter steuern. Kann mal gucken, Service zurücksetzen. Also da gibt's wirklich sehr, sehr viel zu machen. Da kannst du diese Partikelfilter natürlich sogar erneuern. Geht auch damit. Genau, also wir blenden euch jetzt gerade ein. Wegfahrsperre, Anpassung, genau. Kupplung, Bremsen, Entlüftung. Regenlichtsensor und so weiter. Und vor allen Dingen das Coolste ist, wir haben ja das Thema immer alle mit diesem Reifendruck. Ja. Und auch mit dem Gerät kannst du den Reifendruck einstellen. Das können die vier Tester nicht, aber
das Gerät kann es. Also fragt mich nicht, warum Fiat da so einen Quatsch draus macht, aber naja, so ist es halt. Ja, eine große, große Komischkeit. Genau. So, und jetzt gehen wir nochmal detaillierter zum Launch-Tester, weil das ist wirklich ein Produkt, was wir euch empfehlen wollen. Also wichtig... Wir zeigen euch die Funktion jetzt, dass diese Partikelfilters regenerieren. Genau, selbst bezahlt ist das hier alles. Ja. Es ist aber Werbung, weil wir den Namen immer wieder nennen, weil wir halt davon überzeugt sind. Aber wir haben das Ding selbst gekauft. So, kurz und knapp, Service zurückstellen, da gehen wir drauf. Dann natürlich diese Partikelfilter, darum geht's. Dann gehen wir auf manuell oder automatisches Suchen, je nachdem, was ihr dann wollt. Ich weiß, was für ein Fahrzeug ich habe, also wähle ich es aus. Dann wird das System gescannt. Hier kommt dann noch kurz die Abfrage, ob denn auch wirklich ein Motorsteuergerät verbaut ist. Natürlich ist es das bei uns. Die Sonderfunktion muss man auswählen. Jetzt hat man die Möglichkeit zwischen zwei Funktionen, entweder erneuern des Dieselpartikelfilters oder regenerieren. Wir wollten regenerieren. Und dann ging das weiter mit, dass es eine Sonderfunktion ist. Da gibt es natürlich einen Hinweis dazu. Dann muss natürlich auch die Zündung eingeschaltet werden, logischerweise. Hier haben wir noch ein paar Hinweise, die sind ganz wichtig zu beachten. Wie gesagt, mit brennenden Oberflächen oder ich sag mal, keine nicht auf brennbare Oberflächen stellen das Auto und so weiter und so fort. Das ist dann im Prinzip, dass es dann abgefragt wird und losgeht. Und dann kann man das, glaube ich, ganz gut mal jetzt hören, denn der Wagen, der fängt dann an, die Dingens hochzufahren, denen nach Motordrehzahl. Dann sieht man auch dementsprechend, wie die Prozentzahl hochgeht. Ja, genau. Dann nach dem Ganzen ist dann das erfolgt. Das heißt, die Regeneration ist abgelaufen. Dann muss man eine Zeit noch abwarten. Das ist wichtig. Dann wird das Ganze ausgemacht und ja, nochmal abgewartet, denn da schaltet sich das Steuergerät dann zurück. Ja, und dann sind wir schon im Prinzip durch. Das war eigentlich das ganze Geheimnis der Regeneration. Ging dann doch relativ schnell. Wie gesagt, die Zeit, die muss man halt abwarten. Ungefähr 13 Minuten, wo das Fahrzeug regeneriert bei 3000 Umdrehungen. Was ein bisschen irritierend war, und das ist beim Launchester nun gewesen, da ist so eine Anzeige, so eine prozentuale Darstellung, wie weit denn die Regeneration war. Ja, bei 15% war dann zu Ende. Erledigt. Ja. Also man denkt sich, oh mein Gott, ich glaube, das mal durchgerechnet, wir haben für 4% knappe 10 Minuten gebaut. Also wenn ich das hochgerechnet habe, dann sitzen wir ja morgen noch hier. So schlimm wäre es nicht gewesen, aber das Nein, ist halt für 4% waren es nicht 10 Minuten, sondern 5 Minuten oder sowas. Nee, es war ganz schön lange. Guck mir doch einfach mal, wenn ich meine Daten... Wenn wir bei 15 gelandet sind und 13 Minuten gehabt haben... Ja. So, auf jeden Fall, es ist eine falsche Anzeige, genau. Weil man geht einfach davon aus, dass natürlich 100% abgeschlossen ist. Also, komisch. Vielleicht hat das auch eine technische Bewandtnis, also alles gut. Ist auch wurscht im Endeffekt, alles gut. Wir sind ja Laien und keine Autodoktoren oder wir sind keine Florians. Und wenn man das mal einmal gemacht hat, dann weiß man auch, wie es funktioniert. Das ist halt klar. Natürlich, eigentlich sollte man das selber natürlich nicht unbedingt machen. Aber wir wurden da ja so ein bisschen eingewiesen, also von daher. Genau. Also man sollte schon ein bisschen technisches Verständnis schon haben, damit man weiß, wie es geht. Was das Ding natürlich auch noch kann, also wenn das Ding an ist, du kannst wirklich, wenn der Motor, der muss ja gestartet sein, ne? Damit du den... Kommt drauf an, was du machen willst, ja. Den Rußpartikelfilterstand, Gedöns, Ruß... Den Rußpartikelanteil, den kann man sich auslesen. Ich habe es aber nochmal eben geguckt. Es geht auch, wenn der im Prinzip aus ist. Der wird wahrscheinlich den letzten Wert dann da drin haben. Aber wenn du halt den aktuellen Wert sehen willst und so weiter, dann ist das doch besser. Genau, es wird jetzt gerade mal so eingeblendet, welche Funktionen da alle sind. Also du kannst sehr, sehr viel wirklich an Informationen rausholen. Vor allem auch die Regenerationszeit, wie lange das gewesen ist, wann das gewesen ist, vor wie vielen Kilometern und so weiter und so fort. Und ja, Temperaturen, das gibt's doch schon eine ganze Menge. Also ja. Also das ist super, nur Dieselpartikelfilter, wo du das machen kannst. Andere Funktionen haben wir noch gar nicht ausgetestet, weil haben wir noch nicht als Notwendigkeiten. Aber sieht man ja jetzt im Prinzip in dem Video. Also das seht ihr wirklich. Das ist eine ganze, ganze Menge, was euch da gerade eingeblendet wird. Und wir sind froh, dass wir diesen Launch-Test haben. Er ist nicht günstig. Er in Spitzenwert glaube ca. 600, ne, zwischen. Ja, ich glaube im Moment ist er für 400 für 500 erhältlich ungefähr. Aber er ist allemal dieses Wert, weil wenn ich mir überlege, wir können den Fehler löschen.
Wir können dann dann können wir prüfen, wie weit ist es, müssen wir eine Regeneration machen. Wir wissen momentan, dass wir das so circa alle 300 bis 400 Kilometer auf jeden Fall checken müssen. Ja, alle 400 eigentlich. Mhm. Ja, sei doch nicht immer so klugscheißer. Vielleicht hat dich deshalb der Fiat Mensch nicht gemacht. Wer weiß. Klugscheißer 100, ja. So. Auf jeden Fall haben wir dieses jetzt möglich gemacht, sodass wir erstmal reisen können. Und dann sind wir gespannt. Demnächst kriegen wir nochmal Input. Kann sein, dass das sogar noch in diesem Video kommen wird, wenn wir die Information von der Werkstatt haben. Weil, wie gesagt, der Dieselpartikelfiltersensor aktuell, oder Rußpartikelfiltersensor? DPF-Sensor, Dieselpartikelfiltersensor. Auf jeden Fall dieses Scheißding momentan nicht lieferbar. Fiat hat da ja was gestoppt. Und ja, da sind wir mal gespannt. So wie wir rausgekriegt haben, ist es ein anderer Hersteller. Es gibt noch ein Motorsteuergeräte-Update. Also das gehört dazu. Also da ist auf jeden Fall was im Argen. Und das ist auch, ich sag mal, offiziell von Fiat. Aber sie sagen nicht, warum das so ist. Also ob sie Probleme wieder mit den Abgasen haben oder sowas. Ich weiß es nicht. Wir werden es alles nochmal irgendwann vielleicht erfahren. Irgendwann erfahren wir es auf jeden Fall. Genau. So, dann würde ich sagen, haben wir jetzt mal viele Informationen geliefert, ne? Jo. Das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich denke mal, es war hoffentlich für euch aufschlussreich. Wir können momentan reisen, das ist sehr, sehr viel wert. Und jetzt warten wir, bis der Sensor kommt. Dann wird er ausgetauscht und dann hoffen wir, dass wirklich hier alles endlich gut wird. Davon gehe ich aus. Und wie gesagt, wir nochmal, wir sagen es sehr, sehr gerne, das ist der Professional Mode 3 Launch Tester. Genau, das ist ein europäisches CRP Mode 3 Gerät. Also sehr zu empfehlen. Na klar, steht Made in China drauf, aber es ist halt unter europäischen Gesichtspunkt und dann natürlich auch nicht in Englisch, sondern in Deutsch. Wahrscheinlich Made in China. Ja, ja, das also auf jeden Fall. Und dieses Teil Made in Italy. Yippie-yay. Die Komponenten in China. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss.